Hallo Leute, ja, wir sind hier unterwegs, um jetzt Dralos Tipp zu verfolgen, und zwar den Sauerstoffmacher zu machen. Und der war im, sag schon, Rucksack, glaube ich, drin, ne? Oder wie war das? Da, nee, Sauerstofftank? Doch, der Sauerstofftank war es, ne? Ja, der war das. So, was brauchen wir dafür? Glas. Okay, Glas bedeutet, wir brauchen Sand und einen Wandofen. Ofen haben wir. Vielleicht haben wir den schon reingeschmissen. Wir gucken jetzt mal gerade das Logo und dann geht es weiter im Großbildschirm. So, dann der Ofen ist da. Haben wir gerade das wieder reingeklappt. Haben wir, was haben wir denn gemacht? Das ist die Frage. Ach so. Wieso produziert er nicht weiter, weil er nicht genug Strom hat? Kann das sein? Er sieht ganz danach aus, ne? Vielleicht sollten wir die Forschung unterbrechen. Und dann geht der Drucker nämlich wieder. Dann machen wir die Forschung gleich weiter, wenn der fertig gedruckt hat. Aber vielleicht kommt auch irgendwann Solar rein und dann geht es wieder besser, ne? Ja, die Sonne geht gerade hoch. Wahrscheinlich kommt es jetzt gleich auch wieder. Komm, dann gucken wir mal, ob es jetzt wieder geht. Einmal hier untersuchen. Ja, die Sonne kommt, dann geht's. Nur wenn die Sonne da ist, funktioniert es, ne? So, was hat man gerade gesagt? Wir brauchen Glas, ne? Was haben wir denn hier? Kleine Batterie, okay. Kleine Batterie wäre ja sinnig, hier oben irgendwo zu haben, ne? Dass die mitgeladen wird. Wenn ich die da drauf stelle, lädt die dann? Gibt es da eine Verbindung? Ja, da gibt es eine Verbindung. Sehr cool. So, unser Buggy ist jetzt fertig, oder? Dann mal auspacken. So, und jetzt geht es auch alles ein bisschen besser voran, ne? Jetzt müssen wir nur den Roversitz noch finden, wo wir den hingestellt haben. So, hier drauf ist er. So, und dann kann der Roversitz da drauf und dann haben wir ein funktionstüchtiges Auto, oder? Nur der hat, ja, jetzt die Schwierigkeit, müssen wir noch ein Dingens haben, sag schon, eine Stromquelle, ne? Generator. So, was haben wir eben gesagt? Wir brauchen. Wofür ist das gut? Seltsamer Gegenstand. Ja, okay. Das ist alles Schrott. Die Batterie da oben ist schon mal voll. Was haben wir hier hingelegt? Wolfram. Ne, Wolfram brauchen wir nicht. Wir wollten Sand haben oder so. Na, wie kriegen wir das jetzt am besten gemanagt, dass wir das mit dem Auto hinkriegen? Ja, lass uns einen Generator bauen, anders funktioniert es ja nicht. Den müssten wir hier irgendwo drin haben. Da war er. Und wir können den sogar bauen, weil wir Dingens haben, sag schon. Kleiner Generator. Der muss da ins Auto, oder? So, und dann brauchen wir Grünzeug. Was ist das für ein Teil? Ist das fertig gebaut oder Schrott? Mittelgroßes Lager. Okay, jetzt ist das Lager wieder richtig. Was haben wir auf der Seite noch? Kohlenstoff und Zink. Okay, haben wir wohl mal irgendwann umgelaufen. Ja. Hier gibt es doch bestimmte Biomasse, ne? So, jetzt den weg, den auf und das da dran, ne? Ne, das weg und schon ist er voll. So, und dann steigen wir da mal gerade ein und jetzt fährt der wunderbar, ne? Jetzt können wir ein bisschen was auskundschaften, oder? Hier waren wir ja schon. Aber wir können von da aus dann mal weiterfahren, oder? Hier haben wir ja schon ein paar schöne Sachen gefunden. Da hinten ist noch eine Kapsel.
Die schießt, glaub, ne? Region Düne. Was ist das für ein toller... Was ist das da oben drauf vor allem? Ist das eine Pflanze oder ist das? Interessante Struktur, oder? Ist das was Spezielles? Da oben ist auch irgendwie was. So, gehen wir mal raus. Kommen wir da hoch? Wahrscheinlich nicht. Das hier ist das gleiche Ding, was da oben steht. Das ist Biomasse, oder? Naja, ich glaube, das wird nichts. Das wird nichts. Ah, Sauerstoffstang, ne? Hm, war auch noch so ein Thema, ne? Jetzt gucke ich erstmal gerade, was ich dafür brauche. Glas war das, okay, haben wir immer noch nicht. Achso, deswegen sind wir unterwegs, ne? Um irgendwie Lehm oder sowas zu kriegen, den wir brennen können. Aber dann gibt es Keramik. Woraus war denn jetzt nochmal Glas? Ja. Hier ist Harz. Da ist auch Harz. Was ist das? Das sind Pflanzen, oder? Nee. Das ist Dingens. Sag schon Ammonium, oder? Ja. Gut, reicht mir erstmal. Ah, hier ist noch mehr Ammonium, okay. Hier sind wir im Schatten von diesem Berg. Ist hier ein Loch? Nein. Überall sind so Kapseln. Ist das hier was? Na, ist auch nur Biomasse. Das ist Dingens wieder. Tja, wäre schön, wenn ich jetzt irgendwo Leben finde, zum Beispiel. Was ist das? Ist das Sauerstoff oder was ist das? Energiezelle. Der lädt auf jeden Fall aus. Auf. Und da gibt es noch eine Batterie. Aber ich habe keinen Platz mehr im Auto. Schade, ne? Da ist er zu klein für. Ja, irgendwie fehlt mir hier das Dingens, ne? Hier ist, glaube ich, ein Loch in der Erde. Da muss ich aufpassen. Irgendwie fehlt mir das Lehm. Oder der Lehm. Region Dünen. Oh, das ist jetzt gerade eine miesliche Lage, wenn ich da runterfalle. Oh, Glück gehabt. Nicht runtergefallen, ne? Was ist das hier? Ist das hier? Ist das hier, was ich suche? Nein. Leider nicht. So ein Shit aber auch. Ja. Okay, da ist auch wieder ein Loch. Hier ist Harz. Komme ich hier vorbei? Ja.
Region Tela, ja. Jetzt müssen wir mal dahin, ist unsere Basis, okay. Wollte gerade sagen, mal zurückfinden, ne? Ja, irgendwie ist das jetzt ein bisschen doof, wenn wir hier kein passendes Material finden, ne? Ist nichts mit. Vielleicht bin ich auch schon dran vorbeigefahren, habe es nicht erkannt. Kann auch sein, ne? Region Täler. Da ist unsere Basis. Und das ist ein bisschen steil, da fahren wir vielleicht besser nicht runter, ne? Ja, auf jeden Fall können wir besser entdecken mit dem Buggy, ne? Und dann noch den Sauerstofftank machen. Dafür brauchen wir mal Glas. Aber das sehe ich jetzt gerade, dass wir das hier irgendwie gar nicht hinkriegen, ne? Wegen fehlendem Rohstoff. Die Zelle, die macht gut Strom, ne? Sollte man mal irgendwo in so ein Loch reingucken? Aber dieses Loch ist dafür nicht geeignet. Hier ist es, da ist es. Oder? Lehm. So, jetzt muss ich nur wissen, wo ist meine Basis? Da ist die Basis, okay. In welche Richtung ist das hier? Gute Frage, ne? Okay, hier geht eine Linie lang. Welche ist das? Okay, ich glaube, das ist jetzt, wenn ich hier aussteige, hinter mich gucke, müsste da, ja, da oben haben wir einmal das Dingens abgebaut, also ein bisschen weiter nach links. Gut, ist das schon mal geklärt, ne? Da ist unsere Verarbeitung. Und die läuft gerade wieder nicht. Vielleicht sollten wir die Stromquelle hier nutzen. Ah, die ist schon aufgebraucht. Okay. Hat also nicht geklappt. Und dafür reicht es nicht, dass der das produziert. Das heißt, wir müssen uns um die Stromversorgung kümmern und um den Sauerstofftank. Den Lehm muss ich in den Ofen stecken. Dann nehme ich den Ofen da mal gerade, das Forschungsteil da gerade runter. Und ich muss nur eine Plattform dann bauen, ne? So, jetzt ist die Frage, ob das hier funktioniert. Den muss ich aber erstmal einschalten, damit das funktioniert, oder? Na doch, jetzt geht's. Was machen wir da jetzt? Keramik. Verfeinerter Lehm. Also nix Glas. Aber das hatte ich, glaube ich, schon gesagt, ne? Also Keramik kann ich nichts machen. Gut, dann sind wir da auch schon mal ajour. Was kann man da mit Ammonium was machen? Nein, das geht nicht.
Wolfram haben wir auch, ist klar. Wollen wir nicht weiter rumfummeln. Da oben die Batterie wird gerade geladen. Achso, wir haben im Rucksack auch noch eine Batterie, ne? Sogar zwei. Kriegen wir die hier oben noch irgendwo hin angeschlossen? Gibt es hier noch was zum Anschließen? Na, ich glaube nicht, ne? Ich weiß nicht, ob die da auch beiträgt, wenn sie da drauf sitzt, Strom zu liefern. Ja, lass uns mal gerade die Astropedia öffnen. Ah ne, die Astropedia hilft mir nicht weiter. Das wollte ich gar nicht. Das war verkehrt. Ich muss hier rein, um dann zu schauen, war das hier mit den Ressourcen? Ja. Was war Glas? Quarz. In Höhlen. Aus Quarz kriegen wir dann Glas. Wo ist das Glas? Da, aus Quarz. Genau. Also müssen wir dafür definitiv in den Keller. Und das müssen wir dann in der nächsten Folge machen. Ich würde mal sagen, soll für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.